Ja, einen schönen guten Morgen zur Statistik. Und wir waren bei unserer Aufgabenstellung, wo wir mal ganz grundsätzlich uns angeguckt hatten, als Wiederholung ein paar Repräsentanten einer Verteilung. Mittelwerte haben wir uns angeguckt und Streuungsmaße haben wir uns angeschaut. Und jetzt wollen wir eben ein zweites Merkmal einführen, nämlich das Geschlecht. Und haben uns dafür dann einen Datensatz von 11 weiblichen Studierenden, die gängigerweise, das wissen wir, etwas kleiner sind, mit einer Streuung von maximal 20 cm generiert. Und hier wollen wir dann eine sogenannte Kontingenztabelle uns erstellen, welches dann die Wahrscheinlichkeiten jeweils repräsentiert. Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit aus dem gesamten Datensatz, dass eine Person weiblich und kleiner als 1,55 Meter ist? Also die Länge, die unterteilen wir dann eben hier in vier Intervalle, 0 bis 155, 155 bis 170, 170 bis 1,85 und dann von 1,85 bis 2 Meter. Und auf der anderen Achse sozusagen, dort haben wir die Möglichkeit, das Merkmal Geschlecht kann die Ausprägungen männlich oder weiblich haben. Das Merkmal Länge kann die Ausprägungen haben, in eines dieser vier Intervalle zu fallen. Okay. Dann gehen wir mal in unseren Datensatz rein und ich mache mal ein neues Blatt auf und kopiere mir mal jeweils die männlichen Daten. Und die weiblichen Daten rein. Tun wir das dann auch noch ein bisschen schöner. Das sehen Sie alles. Ja, gut. Zeichnen. Immer noch fett. So, wie sieht so eine Kontingenztabelle dann aus? Wir hätten also hier oben 0 bis 155, 155 bis 170, 170 bis 1,85 und 1,85 bis 2 Meter. Das wäre die Länge. Und hier haben wir eben männlich und weiblich. Und gehen wir noch eins höher. Was wir jetzt hier eintragen wollen, ist jeweils die Anzahlen. Dann brauchen wir das einmal bei den männlichen und einmal bei den weiblichen. Beziehungsweise können wir jetzt unseren vollständigen Datensatz dadurch generieren, dass wir einfach die beiden untereinander schreiben. Gehen wir mal hier hin. Mail plus
Female. Oder ne, können Sie eigentlich auch direkt machen. Male plus Female. Dann hätten wir einmal die. Und sie dazu. Alle brauchen wir ja nicht. Entschuldigung. Ich will das Ganze ja einzeln haben. Mist. Ja. So, was brauchen wir hier? Hier müssen wir bei den männlichen gucken und wie viele davon sind kleiner als 1,55 Meter. Ja, wenn wir da drauf gucken, könnten wir da jetzt direkt eine 0 eintragen. Wir können hier aber auch eintragen, ist gleich, wenn. Dieser Wert hier, geht das so? Ne, geht nicht so. Wie machen wir das nochmal am einfachsten? Mal überlegen. Kann ich das schnell programmieren? Nehmen wir mal nur die Männer, damit das übersichtlicher wird. Und wenn wir hier machen, ist gleich, wenn, damit die Formeln nicht zu kompliziert werden, möchte ich das kurz machen. Das könnte man auch alles ineinander schachteln, da ich aber glaube, dass die meisten nicht so viel Erfahrung in Excel haben, möchte ich es sehr einfach halten. Also, wenn diese Zahl kleiner als 1,55 Meter ist, dann generiere ich mir eine 1, ansonsten generiere ich mir eine 0. Da sollte jetzt eine 0 rauskommen. Das heißt, hier habe ich dann alle, die kleiner als 1,55 Meter wären, die würden eine 1 an der Stelle bekommen. Das heißt, alle, die zwischen 0 und 1,55 sind, wären nachher die Summe des Ganzen. Ist gleich Summe. So, dann möchte ich 1,55 bis 1,70 Meter haben. So, das könnte ich mir jetzt als Intervall machen oder ich nehme die Formel, die ich schon habe, kopiere die hier rüber, nehme 1,70. Da sind jetzt aber auch alle drin, die ich vorher prinzipiell schon gezählt hätte. Das heißt, wenn hier eine 1 stehen würde, dann sollte dort doch keine 1 stehen, also ziehe ich hier hinten eine 1 ab. B3 kleiner als 70 und kriege dann nicht minus 1, sondern minus den Wert, der in dieser Zelle steht. Hier ist es jetzt trivial, weil ich vorher keinen der habe, der kleiner als 1,55 Meter ist. Deswegen kriege ich direkt alle. Das heißt, das wäre meine Summe. 8 der Leute sind zwischen 1,55 Meter und
1,70 Meter groß. Dann brauche ich 1,70 Meter bis 1,85. Dann nehme ich wieder die Formel. Und hier sage ich mir jetzt eben, nicht das C3, sondern D3, wenn der vorher schon auch noch kleiner als 1,70 Meter gewesen ist, dann möchte ich ihn nicht zählen. Das heißt, weil hier schon eine 1 steht, darf hier keine 1 mehr stehen, weil er eben kleiner als 1,70 Meter ist. Und das kann ich dann runterziehen. Achso, hier muss ich noch die 1,70 in die 1,85 verändern. Und dann gehen wir runter. Und dann sehen wir hier, der 1,73 Meter fällt da rein, der 1,71, der 1,72 und so weiter. Aber hier auch der 1,90 Meter nicht. Dann habe ich die. Und dann brauche ich noch 1,85 Meter. 85 bis 2 Meter und kopiere ebenfalls die Formel, muss die anpassen auf meine 2 Meter und jetzt E3. Halt, dann brauche ich auch ein Oder da drin. Jetzt muss ich noch geht nicht so einfach. Genau, dann kann ich noch in einem ist ja eine 1 in dem Fall, minus das, beziehungsweise minus das. Und damit kriege ich den Rest. Jetzt habe ich 12, 15 Leute. Nochmal gegenkorrigieren, dass man genug hat, dass man sich nicht irgendwo verschrieben hat. Das heißt, wir kriegen in unsere Kontingenztabelle an der Stelle hier eine 0, 8, 4 und 3. 4 und 3. Warum ist das fett? Keine Ahnung. So. Das waren die Männer und dann machen wir das gleiche noch für die Frauen. Kopieren. Hätten dann die Frauen. Das passen wir an, den Datensatz. Kommt hier hin, den müssen wir hier abschneiden, das heißt, das kommt alles weg. Und wir brauchen jetzt nicht 1,5 Meter, doch, das brauchen wir alles. Und ist gleich. Na? Keine Frau, die hier die falschen Frauen grüßen. Oh, da muss ich zurückrudern, sehen Sie gerade.
Unser Frauendatensatz ist falsch generiert worden. Hier wollten wir die um 1,65 Meter streuen. Und das habe ich letztes Mal nicht beachtet. Wir haben hier bei der Generieren noch unsere 1,75 Meter drinstehen. Wir haben aber bisher mit den Frauen noch nicht gearbeitet, also generieren wir uns an der Stelle einen neuen Frauendatensatz mit 1,65 Meter. Und die sollen auch nicht mit ...25 schwanken, sondern nur mit 20. Das war wohl in der letzten Stunde etwas schnell. Das heißt, was müssen wir aus der 50 da hinten machen, damit die maximal mit 20 plus minus hin und her schwanken? Ja, eine 40, genau. Also generieren wir uns schnell einen neuen Datensatz für die Frauen. Den, wie gesagt, müssen wir dann hier als Werte reinkopieren. Und dann nehmen wir den jetzt mit. Das sind also unsere Frauen. Und hier brauchen wir unsere Frauen. Oh, Mist. Zurück. Genau, so, und jetzt das kleiner als 1,55 Meter, das stimmt, also ist gleich Summe. So, bei denen zwischen 1,55 und 1,60 minus, wenn das 1 ist, passt, ist gleich Summe. So, hier passt das jetzt nicht, das sehen Sie. Dass nämlich der ausliest, dass er hier eine 1 bekommt, obwohl die zwischen 0 und 1,55 liegen. Das liegt daran, und da sieht man dann, dass man immer aufpassen muss und wissen muss, was man tut. Ich habe vorhin hier das mögliche Abziehen, dass ich in der ersten Kategorie bin, weggelassen. Und das war dem geschuldet, weil wir keine Männer hatten, die in der allerersten Längenkategorie drin waren. Also war das unerheblich. Also müssen wir hier noch minus C3 prinzipiell dazu machen. Und dann sollten da unten auch die zwei richtigen Nullers erscheinen. Das tun sie auch. Korrigieren wir das hier auch noch der Vollständigkeit halber, dass wir hier auch noch minus C3 dran machen. So, dann machen wir hier die Summe. Und richtig lange Frauen haben wir dann nicht. Aber da stimmt die Formel dann auch. Also hätten wir dann als Einträge 2, 2, 7 und 0. Einfügen. Ups. So. Und ein bisschen schöner. So, damit wir das nachher dann auch in der Unterlagen hier haben, gehen wir das mal rein. Und die beiden Datensätze.
So, also, wie gesagt, das können Sie auch von Hand machen, aber ich möchte Sie eben dazu animieren, das Ganze auch mal direkt zu machen. So, hier geht immer das Licht aus, wenn ich mich nicht zu genug bewege. Habe ich eigentlich die Aufnahme gestartet? So, also was haben wir hier an Einträgen nochmal? Diese 8. Oh, das ist schlecht. Das ist also dann eine Kontingenztabelle. Bedeutung. Acht Personen zum Beispiel sind männlich und haben eine Länge zwischen 1,55 Meter und 1,70 Meter. Sehe ich gerade. Dann muss man natürlich noch entscheiden, was ist mit Leuten, in welche fallen die jetzt rein, die genau auf der Grenze sind, um statistisch scharf zu sein. Das wissen wir in meiner Darstellung jetzt noch nicht. Wenn jemand genau 1,70 wäre, gehört er jetzt in die Zielkategorie oder gehört er in die andere Kategorie? Das hatte ich aber in der Aufgabe formuliert. Dort habe ich hier eckige und runde Klammern gewählt. Das heißt, die sollten wir übernehmen und runde Klammern bedeutet eben, ich gehöre noch gerade nicht dazu und die eckige Klammer heißt, ich nehme dort das geschlossene Intervall. Also das sollten wir hier noch vervollständigen. Das wäre dann die eckige und die runde. Bei der Auslese in Excel über meine Formel müsste man dann eben aufpassen und sagen, wenn man es gerade umgekehrt definieren würde, dass man dann eben ein kleiner Gleich in die Formel mit rein nimmt. So, das heißt, so brauchen wir das. So. Ja. Und wenn ich da jetzt reinklicke, das nicht. Eigentlich im Zweifel. Oh. So, damit die 8 da auch hinpasst, machen wir das so. So. Was man jetzt macht in einer solchen Kontingenztabelle, dass man die sogenannten Randhäufigkeiten bestimme, die Rand Häufigkeiten. Was sind Randhäufigkeiten? Naja, da gucke ich jetzt eben danach an. Einmal in dem Bereich hier. Wie viele meiner Personen sind männlich? Wie viele meiner Personen sind weiblich? Das heißt, dort würde ich dann zeilenmäßig aufsummieren
Und in der vertikalen Richtung frage ich mich, wie viele Personen meines Datensatzes sind zwischen 0 und 1,55 m, wie viele Personen sind zwischen 155 und 170 Zentimeter und so weiter. Das heißt, dort würde ich dann jeweils spaltenmäßig aufsummieren. Naja, weil ich ein fauler Mensch bin, mache ich das auch wiederum hier. Dass wir dann hier die Randhäufigkeiten bestimmen. Sprich, wir machen hier einfach Summe des Ganzen. Und hier ebenfalls. Da sollte dann natürlich 11 rauskommen. Und hier unten käme dann die Anzahl n für alle raus. Also wie groß ist mein Datensatz? Und das muss natürlich sowohl, ob ich jetzt hier Spalten- oder zeilenmäßig aufsummiere jeweils das gleiche sein. Gucken wir, 2 plus 10 sind 12, sind 23, sind 26 spaltenmäßig und 15 plus 11 sind glücklicherweise auch 26. Machen wir das schön. Und nehmen wir das auch mit rein. So, was man jetzt macht, ist, dass man übergeht zu den Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, man fragt sich jetzt innerhalb der Matrix, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit in meinem Datensatz, dass mal die Person männlich und kleiner als 1,55 ist. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person weiblich und zwischen 1,75 und 1,85 ist? Also zum Beispiel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, nehmen wir weiblich und zwischen 1,70 und 1,85 lang ist. Was müsste ich dafür berechnen? Wenn wir unsere Tabelle nehmen. Für dieses Beispiel weiblich und zwischen 1,70 und 1,85. Ja, wer möchte? Wir wissen ja, wie viele Personen erfüllen diese beiden Merkmalsausprägungen gleichzeitig. Ja? 7 durch 26. So, und wenn ich das jetzt für alle 8 Einträge meiner Matrix machen wollte, dann würde ich
generell was machen. Das wäre dann schon die Randhäufigkeit. Ich meine jetzt die Einträge innerhalb dieser Anzahl, also wenn ich alle kombinierten Merkmalsausprägungen die Wahrscheinlichkeiten wissen möchte. Genau, ne? Das ist das Einfache, einfach jeden Wert dieser Matrix durch 26 und dann für die Randhäufigkeiten ebenfalls durch 26, wenn ich eben wissen will, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, was Sie eben meinten, weiblich bin in meinem Datensatz. Das wäre dann die Randhäufigkeit 11 geteilt durch 26, beziehungsweise bei den männlichen 15 durch 26. Oder wenn ich wissen will, wie viele meiner Leute sind zwischen 1,75 und 1,85, dann würde ich diese 11 hier, diese Randhäufigkeit ebenfalls durch 26 teilen. Naja, und das nennt man dann in dem Sinne einfach nur die empirischen Wahrscheinlichkeiten, die ich berechne. Das heißt, hier kopiere ich das mal rüber. Zurück. Das nenne ich dann empirische Wahrscheinlichkeit. Das nehmen wir dann mal alles raus. Und wie bekomme ich die? Ich teile eben jeweils den Eintrag in meiner Matrix geteilt durch die totale Anzahl, die 26. Also ist gleich, hat. Da müssen wir hin. 0 geteilt durch die 26. Und da ich das jetzt alles kopieren möchte, und wenn ich das tun würde, dann wird es mir das alles immer runterziehen. Muss ich diese Zelle festhalten? Hatte ich bei Ihnen, glaube ich, schon gemacht. Und da müssen dann jeweils ein Dollarzeichen davor gesetzt werden. Mit dem Shortcut können Sie das über die Taste F4 bei Ihnen generieren. Das heißt, wenn ich das jetzt hier alles kopieren, runterziehe, kriegen Sie die Wahrscheinlichkeiten. Mal das noch in Prozent. Und nehmen wir mal zwei Nachkommastellen. Na, und wenn wir jetzt hier reinklicken, dann sehen wir eben, diese 26,9% sind gerade H4 7 geteilt durch die 26. So, und was wir jetzt machen wollen, ist Frage, sind die beiden Merkmale voneinander abhängig? Das heißt, man stellt sich die Frage, ist die Größe einer Abhängigkeit eine abhängige Größe von dem Geschlecht oder umgekehrt? Naja, und so grundsätzlich würden wir sagen, gängigerweise sind die Frauen rein biologisch in der Länge etwas kleiner als die Männer. Im Datensatz haben wir das ja auch so generiert, dass wir dort gesagt haben, dass die einen sollen um 1,65 Meter und die anderen um 1,75 Meter herumschwanken. Wir haben das jetzt zufallsmäßig erhoben.
Das heißt, prinzipiell könnte da jetzt auch rauskommen, dass die beiden Merkmale nicht abhängig sind. Und wir wollen jetzt einfach mal in unserem Datensatz überprüfen, ob die abhängig oder unabhängig voneinander sind. Naja, und das macht man darüber, dass man sagt, ich nehme mir die jeweiligen Randhäufigkeiten, dort die Wahrscheinlichkeiten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich kleiner als 1,55 Meter bin, mal die Wahrscheinlichkeit, dass ich männlich bin, das sollte dann die Wahrscheinlichkeit ergeben, dass ich männlich und kleiner als 1,55 Meter bin. Und das jeweils für alle Einträge in meiner Matrix. Und wenn diese sogenannten theoretischen Wahrscheinlichkeiten für Unabhängigkeit ungefähr gleich denen sind, die ich empirisch erhoben habe, dann könnte ich tatsächlich sagen, okay, diese beiden Merkmale sind unabhängig voneinander. Das heißt, dazu berechnet man die Produkte aus den Randwahrscheinlichkeiten. Das heißt, für diesen oberen Eintrag hier nochmal müssten wir dann berechnen 7,96 mal 57,69%. Oder für den Wert hier sollten dann eben 30,77%, wenn die Unabhängigkeit voneinander sind, ungefähr gleich sein 38,46% mal 57,69%. Machen wir das auch. Dazu kopiere ich das noch einmal runter. Die müssen dann raus. Sehen Sie da nichts? Also gehen wir etwas nach oben. Jetzt sehen Sie es wieder. Ja. Dafür brauchen wir einmal hier unten jeweils die Randhäufigkeiten. Ja. Das nennen wir dann theoretische Wahrscheinlichkeiten für Unabhängigkeit. Und hier rechnen wir dann 0,57 mal 7,69. Und das möchte ich rüber kopieren, und damit der mir nicht rüber rutscht, halte ich das J hier vorne fest. Klicken wir mal rein, ob das richtig ist, was wir hier gemacht haben. Sehen Sie, die sind jeweils farblich, also in dieser Zelle multipliziere ich 38,46% mal 57,69%. Und das gleiche mit den unteren. Allerdings dann eben mit
der 16 und unten stimmt es soweit. Mal da noch rein, ob es stimmt. 38,46 mal 42,31%. Hier mal das auch rüber. Machen wir noch ein Beispiel dazu. Also, das hier ist gleich 7,69% mal 57,69%, dass Sie das dann später auch nachvollziehen können. So, und jetzt vergleichen wir die empirischen und theoretischen Wahrscheinlichkeiten. Bei Unabhängigkeit beider Merkmale müssten empirische und theoretische Wahrscheinlichkeiten sich entsprechen. Wenn wir das aber jetzt eben sehen, machen wir das in Rot, dann haben wir zum Beispiel männlich und zwischen 1,55 und 1,70, da haben wir 22,19%, deutlich ungleich den 30,77%. Oder als weiteres Beispiel nehmen wir das hier. Weiblich und eins siebzig bis 1,85. Da habe ich keine runde Klammer. Das sollten wir haben. Siebzehn Komma 9% ist ungleich 26,92%. Das heißt, nach deskriptivem Befund sind die Merkmale Geschlecht und Länge nicht unabhängig. Ja, und das ist auch, wenn Sie Umfragen oder sonst irgendwas nehmen, die Sie vielleicht mal in der Bachelorarbeit oder Hausarbeit durchführen, dann sind das natürlich auch erste interessante Ergebnisse, die Sie dann erhalten, wenn Sie solch eine Kontingenztabelle nachher aufstellen.
Und was die induktive Statistik jetzt macht, ich habe ja Ihnen gesagt, wir haben ja hier Zufallszahlen generiert. Da hätte das Ergebnis ja auch sein können, obwohl wir von vornherein reingeschrieben haben, dass wir um unterschiedliche Mittelwerte herum schwanken, hätte ja trotzdem der Fall sein können, dass wir zufällig eben Zahlen bekommen, die suggerieren, dass die Werte doch nicht unabhängig sind. Und die induktive Statistik, die würde dann auch jetzt an dieser Stelle noch einen Schritt weitergehen und dann eben sagen, naja, wie verlässlich ist denn dieses Ergebnis, was wir hier rein deskriptiv ausgerechnet haben? Das heißt, weiß nicht, ob Sie die Begriffe Konfidenzintervalle oder so etwas schon gemacht haben, mal ins Internet die Frage. Konfidenzniveau, Signifikanzniveau. Da fragt man sich dann, ja, etwas lax gesprochen, ich gebe mir vor, ich möchte zu 95% sicher sein, dass diese Werte tatsächlich unabhängig voneinander sind. Das ist also mein Signifikanzniveau von 5%, was ich mir dann vorgebe. Und dann muss man eine Verteilung zugrunde legen. Bei Normalverteilung hatten wir, glaube ich, schon das ein bisschen gesprochen in der allgemeinen Einführung. Häufig legt man die Normalverteilung dann zugrunde. Und dann kann man eben bestimmen, ist mein Ergebnis zu 95% sicher in dem Sinne. Damit werden wir uns dann aber später in der Veranstaltung beschäftigen. Okay. Und was wir hier jetzt in dem Sinne ja verwendet haben, dass wir daraus abgeleitet haben, dass wir Unabhängigkeit vorliegen haben, das sind sogenannte bedingte Wahrscheinlichkeiten. Und wenn hier eben die Unabhängigkeit herauskommt, dann bedeutet das schlicht und einfach, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich weiblich bin, nichts mit der Wahrscheinlichkeit dazu tun hat, in welchem Längenintervall ich drin liege. Und nach dem Satz von Bayes können wir eben bedingte Wahrscheinlichkeiten dadurch berechnen, wenn wir die Definition erstmal nehmen, und davon gehe ich aus, dass Sie die zumindest schon mal gesehen haben. Also P von A senkrechter Strich B bedeutet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, wenn B vorgegeben ist. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zwischen 1,55 Meter und 1,70 Meter bin, wenn vorgegeben ist, dass ich männlich bin. Und diese in dem Sinne Wahrscheinlichkeiten, die haben wir schlicht und einfach in unserer Kontingenztabelle ausgerechnet mit den einzelnen Einträgen. Gehen wir da nochmal zurück. Das heißt, hier steht eben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich kleiner als 1,55 Meter bin, wenn ich gleichzeitig weiblich bin. Das ist nichts anderes als die bedingten Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, dies sind die empirischen bedingten Wahrscheinlichkeiten. Und nach dem Satz und diese bedingten Wahrscheinlichkeiten sind eben das Verhältnis der Wahrscheinlichkeit, dass ich
beide Merkmale gleichzeitig erfülle, geteilt durch die vorgegebene Wahrscheinlichkeit, dass ich eben weiblich bin in meinem Beispiel. Das ist die reine Definition. Und nach dem Satz von Bayes kann ich das zusammenfassen, indem ich sage, die Wahrscheinlichkeit A bedingt B ist gleich die umgekehrte bedingte Wahrscheinlichkeit P von B, dass A vorgegeben ist, mal die jeweiligen absoluten eigenständigen Wahrscheinlichkeiten P von A durch P von B. Wenn Sie das umstellen, kriegen Sie auch P von A bedingt B mal PB ist gleich P B von A mal P von A. Da sehen Sie, dass das vollkommen symmetrisch aufgebaut ist. Und ja, um vielleicht ein gewisses Verständnis für solche bedingten Wahrscheinlichkeiten, was ich für sehr wichtig erachte, zu bekommen, gibt es ja ein berühmtes Problem, das sich im Deutschen als das sogenannte Ziegenproblem können Sie mal im Internet nachgucken, darstellt. Und ne, ups. Da gab es eine Spielshow in den USA. Ähnliches gab es auch in Deutschland oder gibt es vielleicht auch in Deutschland, wo wir Kandidaten haben. Und die Kandidaten wurden vor drei Türen gestellt. Eins, zwei und drei. Und die Kandidaten wussten, hinter einer der Türen ist der Gewinn, zum Beispiel ein Auto. Und hinter den anderen beiden, deswegen nennt man das das Ziegenproblem, hinter den anderen beiden Türen ist eben eine Ziege. So, also hinter einer Tür ist der Gewinn. Hinter den anderen beiden Türen eine Ziege. So, und in der ersten Runde wählt der Kandidat jetzt eine Tür. Zum Beispiel Tür 2. In der zweiten Runde öffnet jetzt der Showmaster, öffnet eine der nicht gewählten geschlossenen Türen und ne, nicht und öffnet eine der nicht gewählten geschlossenen Türen. Und jetzt in der Runde 2 dürfen Sie der Kandidat darf nun entscheiden,
ob er wechselt oder nicht. Sagen wir hier zum Beispiel die Tür 1. Was wir jetzt also haben in Runde 1, in der ersten Runde, hat der Kandidat 2 gewählt und jetzt ist Showmaster zwei noch gewählt, aber die Tür 1, die ist jetzt offen. Soll der Kandidat auf Tür 3 wechseln? Was meinen Sie? Ändert sich Ihre Wahrscheinlichkeit, dass Sie gewinnen, ins Positive oder Negative, wenn Sie wechseln? Oder passiert gar nichts? Was meinen Sie? Ja? Okay. Mit welcher Begründung sagen Sie, dass sich das nicht verändert? Okay, was meinen die Leute aus dem Internet? Also hier im Raum haben wir die Ansicht, dass es weiterhin 50-50 bleibt. Was meinen Sie? Besser, schlechter oder gleich auf Tür 3 zu wechseln? Ebenfalls gleich. Wie viel sind wir noch im Internet? Ich will mal von allen eine Meinung haben. Also ebenfalls gleich. Besser, aber Sie können es nicht ganz erklären. Okay. Ja, tatsächlich gab es im Anschluss, als dieses Problem dann also mal gestellt wurde, eine riesige Kontroverse dann im Internet. Denn tatsächlich ist es so, dass Sie Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit auf 2/3 erhöhen, wenn Sie wechseln. Und dann gab es eine riesige Diskussion und dann wurden Beispiele gemacht. Die lustigste fand ich dann irgendwie, naja, es ist doch vollkommen klar, dass es 50-50 sein muss, denn wir müssen ja wir können ja zum Beispiel annehmen, plötzlich kommt ein Außerirdischer zur Runde 2 in den Kandidaten, in die Show hinein und er sieht dann einfach nur, er weiß, hinter einer der beiden Türen ist ein Auto. Ist doch vollkommen klar, dass das 50-50 sein muss. Warum verbessere ich aber meine Wahrscheinlichkeit? Das heißt, wenn ich jetzt hier bleibe, ist meine Wahrscheinlichkeit 1/3 und wenn ich wechsle, ist meine Wahrscheinlichkeit 2/3, dass ich tatsächlich das Auto bekomme. Ja.
Das ist tatsächlich, sagen wir mal so, von der Intuition her wirklich eine gute Erklärung, wenn man sich das so ein bisschen bildlich vorstellt, was sich auch die anderen, werden sie vielleicht in der Grundvorlesung beim Würfeln oder sonst irgendwie gemacht haben, wenn man sich solche Entscheidungsbäume runternimmt. Das könnte man da dann tatsächlich einfach über abzählen machen, kommt dann auch auf das richtige Ergebnis. Naja, ich habe nicht umsonst die bedingte Wahrscheinlichkeit hier vorne mit schon mal in Erinnerung gerufen. Versuchen wir das hier mal formal eben einfach in diese bedingten Wahrscheinlichkeiten zu fassen. Denn wir haben ja hier in dem Sinne auch zwei Ereignisse. Also, legen wir los. Das. Und das schmeißen wir nochmal raus. Ziegen, Problem und bedingte Wahrscheinlichkeiten. Und was wir jetzt wissen wollen, ist eben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne, gegeben, die Tür ist nicht offen in dieser zweiten Runde. Also, dann hätten wir A von den Ereignissen wäre Gewinn. Und B, Tür ist nicht offen. Denn es gibt jetzt ja nur noch eine nicht offene Tür in meinem Spiel in der zweiten Runde. Was ist dann also P von A gleich Gewinn gegeben? B und das ist Tür ist nicht offen. Naja, und jetzt nehmen wir eben das Bayesche Theorem dazu. Schreiben wir es uns erstmal so hin. Das wäre, wir drehen das Ganze um. P von B A mal P von A durch P von B. P von A. Geteilt durch P von B. Habe ich jetzt richtig um? Nicht, dass ich verdrehe. Ja. Passt. So. Also die Wahrscheinlichkeit P von die Tür, upsa, Tür ist nicht offen, gegeben, dahinter ist der Gewinn mal P von
Ich gewinne bei einer Tür geteilt durch die Wahrscheinlichkeit E ist nicht offen. So, und jetzt kann ich mich eben fragen, ja, welche Wahrscheinlichkeiten kann ich hierfür jetzt berechnen? Naja, ganz rein alleine, dass ich gewinne, drei Türen hinter einer Tür ist der Gewinn, dann weiß ich, P von Gewinn, das ist gleich ein Drittel. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Tür nicht geöffnet wird, dort hat der Showmaster zwei Möglichkeiten. Showmaster hat zwei Möglichkeiten, eine Tür zu öffnen. Damit ist, er kann 50-50 wählen. Hinter einer ist kein Gewinn. Also ist das ein halb, also brauchen wir als letztes nur noch die Wahrscheinlichkeit dafür, und die Wahrscheinlichkeit dafür, P Tür, nicht offen, wenn dort dahinter der Gewinn ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und das ist jetzt das Entscheidende, dass man sich das klar macht. Stellen Sie sich diese Situation vor. Der Kandidat hat eine Tür gewählt. Die kann der Showmaster nicht aufmachen. Und bei den anderen beiden ist entweder ein Gewinn dahinter oder nicht. Wenn ich aber vorgebe, hinter der Tür ist der Gewinn, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass der Showmaster diese Tür nicht aufmacht? Naja, wenn er die Tür aufmachen würde, dann würden wir das Auto sehen. Und dann wäre das Spiel zu Ende. Dann gäbe es nichts mehr zu wählen für den Kandidaten. Das heißt, gegeben hinter der Tür ist der Gewinn,
Mit welcher Wahrscheinlichkeit mache ich die dann nicht auf? Na, ich darf sie ja nicht aufmachen, sonst ist das Spiel zu Ende. Also sind das 100%. Na? Also ist hier die Wahrscheinlichkeit 1. Und wenn ich das jetzt zusammensammle, dann habe ich 1 mal ein Drittel, ganz grundsätzlich, geteilt durch ein Halb. Und dann durch ein Halb teilen ist wie mit 2 multiplizieren, kriege ich hier meine 2 Drittel. Das heißt, aufgrund des Satzes von Bayes erhält man das Ergebnis die Wahrscheinlichkeit. Zu gewinnen erhöht sich auf 2/3, wenn der Kandidat in der zweiten Runde wechselt. Wenn Sie Lust und Zeit haben, geben Sie einfach mal in der Internetsuche Ziegenproblem ein und da werden Sie auf eine Vielzahl an Quellen dazu stoßen und ähnlich wie beim Klimawandel werden Sie auch auf eine ganze Menge Quellen stoßen, die weiterhin überzeugt sind, dass es 50-50 ist, ob ich wechsle oder nicht. Was vielleicht auch ganz nett ist, Sie können das Ganze eben auch einfach in Excel programmieren und sich das einfach mal durchrechnen lassen. Und naja, im Grenzfall kommt da dann eben auch 2/3 dabei heraus. Okay. Dann vielen Dank für heute.